Wie Sie wissen, liegt hinter den Linken kein ganz einfaches, um nicht zu sagen sogar ein schwieriges Jahr, 2013. Im ersten Halbjahr haben wir durchaus gelernt, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dass es eine linkspluralistische gesamtdeutsche Partei in Deutschland gibt. Im zweiten Halbjahr haben wir aber, glaube ich, die Tendenz ins Positive wandeln können. Die Linke ist auf einem guten Weg. Wir haben uns aus dem Umfragetief, in dem wir in dem Göttinger Parteitag noch verharrten, herausgearbeitet, liegen stabil zwischen 7 und 8%. Das ist eine gute Ausgangsposition für das Wahljahr 2013, lässt aber auch noch etwas Luft nach oben. Wir gehen jetzt in eine neue Phase der Entwicklung unserer Partei. Bisher ging es um die Stabilisierung. Jetzt beginnt die Phase der Orientierung und Führung. Führung heißt für uns aber nicht das Durchstellen von Entscheidungen mit Charisma und Basta-Politik, sondern bedeutet für uns, nach dem Zuhören jetzt gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Das ist der kollektive Führungsstil, den wir praktizieren und auch weiter praktizieren wollen. Und wir haben gelernt, dass der unserer Partei gut tut. Das ist im Übrigen auch ein zentraler Unterschied zu den anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Wir sehen ja, dass sich inhaltlich SPD und CDU kaum noch unterscheiden in wichtigen Fragen, genauso Grüne und FDP. Wir sind aufgrund unserer Programmatik und der Politik der letzten Monate nach wie vor in vielen Fragen einzige Oppositionspartei. Ich will das an drei Beispielen festmachen. Erstens, wir sind gegen die Verschwendung und Verschleuderung von Steuermilliarden bei der Lösung der Eurokrise und wir sind als einzige Partei dafür, dass die Verursacher, die Banken, Reiche und Vermögende bezahlen müssen. Wir sind nach wie vor einzige Oppositionspartei gegen Krieg und Waffenexporte und wir haben ein zentrales Rezept zur Eindämmung von kriegerischen Konflikten, die multilaterale Eindämmung von Waffen- und Munitionslieferungen in die betreffenden Regionen. Und drittens, wir sind leider die einzige Oppositionspartei gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre und die weitere Absenkung des Rentenniveaus. Wir sagen, eine starke gesetzliche Rente ist für alle ein Gewinn. Zum Ausblick für das Jahr 2013. Für die Linke geht es im Jahr 2013 darum, ihren Platz im Parteiensystem zu behaupten und zu stabilisieren. Dazu müssen wir unsere Funktion als linke Partei schärfen. Vielleicht war es in den Jahren 2005 und 2009 etwas leichter, als Protestpartei zu agieren, die viele Proteststimmen aufgrund der falschen Politik der anderen Parteien auf sich vereinigen konnte, als heute. Heute fragen die Wähler natürlich, was kann die Linke bewirken, was wird sie erreichen, wenn wir euch wählen. Das heißt, wir sind auf dem Weg von der reinen Protestpartei, die wir natürlich auch bleiben. Natürlich sind Proteste nach wie vor ein wichtiges Element linker Politik, sind wir aber doch auf dem Weg auch zu einer Veränderungspartei. Wir wollen die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland tatsächlich verändern, gegen Ungerechtigkeit einerseits ins Feld ziehen, aber auch als Motor für einen tatsächlichen Politikwechsel in Deutschland auftreten. Das ist sicher ein kollektiver Lernprozess für die linke Partei, den wir einschlagen. Das bedeutet, natürlich werden wir im Wahljahr 2013 unsere Inhalte in den Vordergrund stellen. Wir haben immer gesagt, die Linke steht für armutsfeste Löhne, sie steht für armutsfeste Renten, für Löhne, von denen wir leben können. Die Linke steht für eine friedliche Außenpolitik gegen Waffenexporte. Die Linke steht für eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Und um das alles zu finanzieren, brauchen wir
Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten. Wir stehen aber auch für eine solidarische Gesellschaft. Wir wollen nicht, dass es nur Solidarität innerhalb der Oberschicht oder innerhalb der Mittelschicht gibt, sondern wir orientieren uns am Leitbild einer solidarischen Gesellschaft, in der sich die Mitte nicht von den Rändern abschottet, sondern die wirklich keinen Menschen zurücklässt. Kurzum, wir wollen eine Gesellschaft des aufrechten Gangs und das ist die Vision, für die wir werben. Natürlich wollen wir auch im Wahlkampf Brücken zu den Wählerinnen und Wählern bauen und ihre Belange in die politische Debatte einspeisen. Wenn wir sagen, wir wollen die Banken an die Kette legen, dann meinen wir nicht nur Bankenregulierung, sondern wir meinen auch gesetzliche Höchstgrenzen für Dispozinsen. Wir sehen nicht ein, dass sie sich für 0,75% refinanzieren und dann 14% oder 15% verlangen. Wenn wir soziale Energiewende sagen, dann meinen wir zum Beispiel Verbot von Stromsperren und eine Abwrackprämie für Stromfresser. Wenn wir Ost-West-Gerechtigkeit sagen, dann meinen wir die Ost-West-Angleichung der Rentenwerte und das Verbot allgemeinverbindlicher Tarifverträge, ohne dass es einen bundesweiten einheitlichen Mindestlohn gibt. Wenn wir Gewaltverzicht in der Außenpolitik sagen, dann meinen wir auch, dass Waffenexporte eingedämmt und gestoppt werden müssen, denn jede Waffe findet bekanntlich ihren Krieg. Das kurzfristige Ziel ist natürlich im Januar der Wiedereinzug in den Niedersächsischen Landtag. Wir sind optimistisch und wir wollen die Linke auch als Westdeutsche, als Partei, die in den westlichen Bundesländern verankert ist, stabilisieren. Dazu ist der Wiedereinzug wichtig. Ansonsten gehen wir davon aus, dass wir einen sehr erfolgreichen Bundestagswahlkampf machen und die Linke wieder als starke Kraft in den Bundestag einzieht. Das wichtigste Ziel ist für uns, einen Politikwechsel herzustellen. Natürlich werden wir keinen Koalitionswahlkampf machen, sondern einen eigenständigen Wahlkampf als linke Partei. Aber im Vordergrund steht, dass wir als Ideenwerkstatt für den sozialen Fortschritt Impulse für die Veränderung im Interesse der Menschen setzen.